Moin Moin und willkommen in der Fotobude. Ein Vergleich zwischen der Nex 6 und Nex 7 von Sony hatte ich in YouTube ja schon gedreht und hochgeladen. Heute möchte ich nochmal die Nex 6, das ist die neuere der beiden Systemkameras von Sony, einzeln vorstellen und dazu nochmal ein paar Funktionen und noch ein paar Tipps und Tricks zur Bedienung zeigen. Ja, also wie gesagt, das ist sie. Die Sony Nex 6, was ich hier jetzt drauf habe, ist das neue Power Zoom Objektiv, was es im Kit auch dazu gibt. Zu erkennen ist das hier an diesem kleinen Hebel. Das ist der Hebel, mit dem ich quasi den Zoom der Kamera verstelle. Wenn ich die jetzt mal einschalte, dann seht ihr das, dann fährt das Objektiv raus. Und ich habe dann hier die Möglichkeit über diesen Hebel, ihr seht, wie das Objektiv jetzt hin und her fährt, den Zoom zu verstellen. Im Vergleich zum alten Objektiv, das kann ich gerade mal ansetzen, ist eben der Unterschied, dass der Zoom bei der Kamera nicht manuell verstellt wird, wie das jetzt hier der Fall ist. Das heißt, hier muss ich einmal normal drehen und verstelle den Zoom-Bereich dann, sondern eben elektronisch über diesen oder elektrisch über diesen Stellmotor. Das hat vor allen Dingen dann Vorteile, wenn ich mit der Kamera filmen möchte. Das ist klar, wenn ich die Kamera so halte und ich möchte filmen und einen Zoom dabei machen und muss hier die Hand ums Objektiv rumdrehen, ist die Verwacklungsgefahr natürlich deutlich größer, als wenn ich das Ganze mit dem elektrischen Zoom mache, bei dem ich genau das eben nicht habe, sondern ich halte die Kamera ganz ruhig und kann dann ganz elegant hier mit dem Daumen den Zoom verstellen und habe die Möglichkeit, da dann also ganz entspannt zu filmen. Trotzdem kann es sich lohnen, das alte Objektiv zu nehmen, denn das ist, was die Bildqualität anbelangt, immer noch besser als das Power-Zoom-Objektiv. Das Power-Zoom-Objektiv fängt bei 16 mm an und hat dadurch eine recht starke Vignettierung im Weitwinkelbereich. Das heißt, selbst wenn ich hier nicht mit Offenblende arbeite, sondern Abblende auf Blende 11, habe ich immer noch eine recht starke Vignettierung. Also von daher sollte man sich genau überlegen, welches Objektiv man zu der Kamera nimmt, ob das Power-Zoom-Objektiv oder eben das alte. Ja, zur Bedienung. Hinten haben wir den Monitor, der lässt sich ausklappen, einmal so in die Richtung und einmal so nach unten. Hier oben ist dann der elektronische Sucher, der löst sehr fein auf. Das heißt, ich habe hier ein sehr, sehr gutes Bild. Ihr seht, wenn ich hier mit dem Finger davor gehe, dann schaltet die Kamera zwischen dem Kontrollmonitor und dem elektronischen Sucher um. Ja, die Bedienung der Kamera geht über den Menüknopf. Sobald ich den drücke, bin ich in den Menüs drin. Ich habe hier verschiedene Einstellungen. Das heißt, ich habe hier einmal das Kameramenü. In dem Kameramenü sind die Standardeinstellungen zum Fotografieren. Das heißt Autofokus, Gesichtserkennung, Lächelerkennung, dann noch ein sogenannter Softskin-Effekt. Ich kann hier die Aufnahmetipps ein- und ausschalten. Dann habe ich die Möglichkeit, den LCD-Monitor und den Sucher jeweils getrennt einzustellen und habe hier die Möglichkeit zu sagen, was auf den einzelnen Displays alles angezeigt werden soll. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, genau festzulegen, welche Informationen mir jeweils individuell angezeigt werden sollen. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, dann habe ich im nächsten Menü habe ich dann die Bildgröße und kann hier dann einstellen die Bildgröße im Bereich Fotografie. Habe das Seitenverhältnis. Beim Seitenverhältnis kann ich zwischen 3 zu 2 und 16 zu 9 wählen. Und bei der Qualität kann ich natürlich zwischen JPEG Fein, JPEG Standard, ausschließlich RAW und RAW und JPEG wählen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit hier RAW und JPEG gleichzeitig zu speichern. Dann geht es hier unten weiter mit den Einstellungen für das Dateiformat, in dem die
Videos gespeichert werden sollen. Da kann ich wählen zwischen AVC HD und MP4. AVC HD ist das bessere Verfahren zum Speichern der Videos. Wenn ich allerdings einen älteren PC habe und die Nachbearbeitung darauf machen möchte, kann das eventuell zu Rechenproblemen führen, da viele ältere Rechner einfach Schwierigkeiten damit haben, AVC-HD-Format zu verarbeiten. Dann kann ich das MP4-Format nehmen, habe dann allerdings eine etwas geringere Auflösung. Habe ich das AVC-HD-Format gewählt, dann kann ich hier noch festlegen, in welcher Datenrate ich speichern möchte. Die maximale Aufnahmequalität ist Full HD mit 50p, was dann einer Datenrate von 28 Mbit entspricht. Ja, das ist das Einstellmenü für die Bildqualität in Ton und in Bild und Video. Dann komme ich hier zum nächsten Menü. Das ist das Menü, wo ich verschiedene Einstellungen wie Bildeffekte, ISO-Empfindlichkeit, Weißabgleich, den Messmodus, ob ich Multifeld oder ob ich, kann ich hier mal anschauen, oder ob ich dann Mitte- oder Spotmessung machen möchte. Das sind die verschiedenen Einstellungen, die ich hier wählen kann. Das Menü zurückgehen. Dann kann ich den HDR-Modus einstellen. Hier gibt es noch die Möglichkeit, Bildeffekte zu wählen. Das sind so Sachen wie Spielzeugeffekt, Pop-Effekt, Retro-Effekt, Schwarz-Weiß und so weiter. Also hier habe ich eine ganze Menge. Und ihr seht immer hier unten, wenn hier im Display das Wort Option steht, dann habe ich die Möglichkeit, diesen Effekt nochmal individueller einzustellen und habe da die Möglichkeit, nochmal was zu machen. Ihr seht jetzt hier in dem Fall, fragt er mich nach Mitte oder ich kann das dann hoch oder niedrig. Also hier sind dann jeweils nochmal individuelle Einstellmöglichkeiten bei den einzelnen Effekten, wo ich ganz individuell mitarbeiten kann und die Einstellung vorgeben kann. Das ist ganz wichtig hier. Man muss immer gucken, hier unten ist ja noch ein zweiter Knopf und mit diesem Knopf habe ich sehr oft die Möglichkeit, noch eine entsprechende Option in dem einzelnen Menü zu wählen. Hier habe ich zum Beispiel den Kreativmodus und hier kann ich jetzt in dem Kreativmodus die verschiedenen Farbeinstellungen machen, hier zum Beispiel für Porträt, für Landschaft, für Sonnenuntergang und Schwarz-Weiß. Und eben auch hier ist wieder die Optionstaste und mit der Optionstaste kann ich dann zusätzlich nochmal individuelle Einstellungen in dem einzelnen Menü machen und habe da die Möglichkeit nochmal ganz individuell einzugreifen. Ja, dann im nächsten Punkt des Menüs ist dann hier unten die Wiedergabe. Da kann ich, wenn ich Bilder aufgenommen habe, verschiedene Sachen machen, eine Diashow machen. Ich kann die auf dem Smartphone wiedergeben, an Computer senden, auf dem TV wiedergeben, denn die Kamera hat ja ein eingebautes WLAN-Modul, mit dem ich dann eben entsprechend über die WLAN-Verbindung die Bilder an verschiedene Ausgabegeräte ohne Kabelanschluss wiedergeben kann. Im nächsten Punkt sind dann die Applikationen drin und hier kann ich dann individuell verschiedene Applikationen aus dem Sony Store laden. Die sind hier in Verbindung mit der WLAN-Funktionalität. Ich habe eine Fernbedienung vom Smartphone. Ich kann das in Play Memories hochladen und so weiter. Also ich habe hier die Möglichkeit, das wird noch zukünftig weiter ausgebaut, verschiedene Applikationen aus dem Store zu laden und auf die Kamera hochzuladen. Hier ist dann eben dieses Applikationsmanagement, wo ich dann eben verschiedene Apps aktivieren und hochladen kann. Und im letzten Punkt habe ich dann das Einstellmenü. Da geht es dann in die Tiefen der Kamera rein. Das heißt, da habe ich dann die Möglichkeit, hier zum Beispiel eine Objektivkompensation zu machen für Farbabweichungen, für Verzerrungen und so weiter, Gesichtsverfolgung, wie der Filmton aufgenommen wird, Windgeräuschreduktion und so weiter. Das heißt also, hier habe ich sehr, sehr viele und umfangreiche Einstellmöglichkeiten, um mir die Menüs auch entsprechend so, wie ich sie haben möchte, zurechtzustellen. Hier kann ich zum Beispiel festlegen, wie die Taste AEL belegt werden soll.
Ich kann verschiedene Softkeys festlegen. Das heißt, ich habe hier wirklich die Möglichkeit, die Kamera mir ganz individuell nach meinen Bedürfnissen so einzustellen und so fertig zu machen, dass sie meinen Anforderungen und meinen Bedürfnissen beim Fotografieren eben exakt entspricht. LCD-Helligkeit, Sucherhelligkeit, Anzeigefarbe und so weiter. All das sind Funktionen, die ich hier in dem Kameramenü, ich gehe die jetzt einfach mal durch, damit ihr die auch alle seht, in dem Kameramenü einstellen kann. Wie gesagt, sehr umfangreich, damit muss man sich ein bisschen beschäftigen, denn da sind spannende Funktionen drin, um eben die Kamera wirklich sich optimal einzurichten. Ja, das sind dann soweit die Menüs. Wenn ich hier oben auf die Oberseite gucke, dann habe ich hier den ganz normalen Menüwahl, den Programmwahlknopf. Das heißt, ich habe hier Programmautomatik, Blendenzeitvorwahl, manuelle Einstellung von Blende und Zeit, dann Panoramaaufnahme, Szenenprogramme oder Motivprogramme und zwei intelligente Modi, um quasi die Kamera alle Einstellungen übernehmen zu lassen. Wenn ich aus dem Menü rausgehe, dann bin ich hier jetzt in dem quasi in dem Live-View-Modus und habe hier die Möglichkeit, über die Display-Taste mir die verschiedenen Einstellungen aufzurufen und das Anzeigefeld eben entsprechend meinen Bedürfnissen umzuschalten. Wichtig dabei ist, dass ich eben genau das, was mir da angezeigt werden soll, im Einstellmenü festlegen kann. Das heißt also, ich bin nicht darauf angewiesen, dass mir hier wirklich aller möglicher Quatsch gezeigt wird, sondern ich kann nur die Sachen mir einblenden lassen, die mir auch wichtig sind. Ihr habt gesehen, es gibt hier eine Wasserwaage in der Kamera, mit der ich wunderbar die Kamera ausrichten kann. Das ist eine 3D-Wasserwaage, die also sowohl die Neigung in diese Richtung als auch die Neigung in diese Richtung anzeigt. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt ja hier dieses Übersichtsmenü und was ich mir in diesem Übersichtsmenü wünschen würde, wäre, dass ich hier sehr schnell über eine Funktion reingehen könnte und auf die einzelnen Punkte zugreifen könnte. Das heißt, ich fände es klasse, wenn ich hier drauf gehen könnte und sagen könnte, so, ich möchte jetzt, keine Ahnung, möchte jetzt einen dieser Punkte verändern. Das geht aber eben leider nicht. Also ich habe hier keine Möglichkeit, irgendwie auf diese Punkte drauf zu gehen. Ist übrigens auch kein Touchscreen, also ich kann hier auch nicht drauf gehen. Es ist im Prinzip nur eine Infoübersicht. Also es ist keine Übersicht, die mir jetzt in irgendeiner Form was anzeigt und wo ich einzelne Punkte verändern kann. Das ist bei anderen Kameras, finde ich, schöner gelöst. Da gibt es dieses sogenannte Quick-Menü. Und bei diesem Quick-Menü habe ich dann die Möglichkeit, ihr seht, ich probiere hier verschiedene Sachen aus, habe ich dann bei diesem Quick-Menü die Möglichkeit, da reinzugehen und diese Sachen dann tatsächlich ganz schnell und einfach zu verändern. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich mir ein kleines bisschen mehr Kreativität gewünscht. Ja, was es dann, ich gehe mal wieder in die normale Einstellung, was es dann hier gibt, einmal bei dieser Taste, sind die Möglichkeiten Einzelaufnahme, Serienaufnahmen einzustellen. Auch hier wieder ganz wichtig, wer jetzt zum Beispiel die Einstellung für den Selbstauslöser verändern möchte, hier unten erscheint wieder das Wort Option. Gehe ich hier drauf, dann kann ich eben genau zwischen 10 Sekunden und 2 Sekunden Vorlaufzeit wählen. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss hier gucken, immer im Display, welche Funktion ist diesem oberen Knopf zugeordnet und welche Funktion ist dem unteren Knopf zugeordnet. Und dann sehe ich schon, aha, ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, die Kamera noch individuell einzustellen. Hier ist zum Beispiel der Bildfolgemodus, das ist sogenannte Bracketing. Und da kann ich dann eben auch über die Optionstaste festlegen, wie viele Bilder und welchen Blendenabstand die Kamera machen soll. Ich habe also da eine sehr individuelle Einstellmöglichkeit für diese Funktion. Auch da eben wieder ganz wichtig, Optionstaste drücken, damit diese Funktion eben aktiviert wird. Ich gehe jetzt hier in die Einzeleinstellung und Einzelaufnahme und fertig. Gehe ich hier auf den Seitentaste, der ist mit ISO beschriftet, klicke ich hier einmal drauf und dann habe ich hier die Einstellmöglichkeit der ISO-Empfindlichkeit. Das geht eigentlich auch immer ruckzuck. Wichtig ist, ich habe hier oben den Drehregler, der unter dem Programmwahlrad ist. Das ist dieser hier, der ist so ein bisschen versetzt. Ja, und mit dem stelle ich dann die wichtigsten Funktionen direkt ein. In dem Fall, das seht ihr jetzt hier unten, in dem Fall stelle ich
die Blende ein, denn die Kamera ist im Moment, Moment, ich kann das nochmal umstellen. So, jetzt bin ich auf Blendenpriorität, dass man das dann auch sieht. Zack, einmal kurz antippen und jetzt bin ich in der Blendenpriorität und ihr seht, aha, jetzt stelle ich darüber die Blende ein, bin ich in der Zeitpriorität, dann wird darüber, das seht ihr jetzt hier oben, der obere gelbe Knopf, seht ihr, dass darüber jetzt die Belichtungszeit eingestellt wird. Ihr seht, jetzt habe ich hier so eine kurze Belichtungszeit, dass dann auch gleich das Bild dunkel wird, weil die Belichtung nicht mehr stimmt. Ja, das ist also soweit die Möglichkeit, dieses obere Drehrad zu nutzen. Was jetzt die Sache Autofokus und manuelle Fokussierung anbelangt, da habe ich hier oben die AEL-Taste. Und wenn ich die drücke, dann habe ich hier die Einstellung, ob ich Autofokus, halbmanuell oder manuell fokussieren möchte. Wenn ich auf manuell fokussieren gehe und hier vorne jetzt am Schärfenrad drehe, das ist hier vorne, seht ihr, hier ist einmal, hier stelle ich die Schärfe ein und wenn ich da jetzt dran drehe, dann seht ihr, wie jetzt hier die Schärfe langsam kommt und über diese Taste hier unten mal 9,6 habe ich zusätzlich nochmal die Möglichkeit, das nochmal eine Nummer größer zu machen und kann da also wirklich sehr, sehr genau einstellen und sehr, sehr detailliert. Ich habe die Möglichkeit über die, ihr seht hier unten das kleine Viereck, ich habe die Möglichkeit, wenn ich die Kamera jetzt beispielsweise auf dem Stativ montiert habe und einen ganz bestimmten Punkt scharf stellen möchte, habe ich hier die Möglichkeit, den Fokuspunkt über den Bildschirm zu verschieben und genau den Fokuspunkt auszuwählen, auf den ich eben scharf stellen möchte. Das finde ich sehr praktisch, denn oft gestaltet man ja Aufnahmen und hat die Kamera auf dem Stativ montiert und möchte den Vordergrund scharf stellen und möchte eben genau auf eine Blume, auf irgendwas fokussieren und dafür ist das also wunderbar geeignet. So, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich den Punkt wieder in der Mitte, einmal auf den Auslöser geklickt und ich habe wieder die volle Ansicht. So, das Gleiche funktioniert oder das ähnlich funktioniert das Ganze beim Autofokus. Auch hier habe ich die Möglichkeit, wenn ich hier unten, ihr seht hier ist einmal dieser Hinweis auf die Verschiebung, wenn ich hier jetzt einmal drauf drücke, kann ich meinen Autofokuspunkt, das ist dieser gelbe Punkt, den ihr hier jetzt seht, der gelbe Punkt kann dann, oder der gelbe Rahmen, kann dann genau dahin geschoben werden, wohin ich ihn gerne haben möchte. In dem Fall möchte ich ihn jetzt hier oben hin haben und ihr seht, die Kamera geht dann auch gleich auf diesen Punkt und stellt das dann eben entsprechend scharf. Ah, geht jetzt ein bisschen zögerlich hier, weil ich die Kamera nicht ganz ruhig halte. So, aber jetzt würde er dann auf diesen Punkt eben fokussieren. Mal gucken, wenn ich jetzt hier ein kleines bisschen weggehe. Und dann hat er hier das grüne Quadrat und sagt, aha, jetzt bin ich auf dem Ohrläppchen in dem Fall und habe darauf scharf fokussiert. Hier oben seht ihr übrigens noch im Display, welche Funktion das Rad unter dem Programmwahlrad gerade hat. Das ist ganz praktisch, denn so habe ich immer den Überblick, was ich hier mache. In dem Fall ist das eben, wenn das jetzt auf P-Stern steht, ist das quasi eine Verschiebung innerhalb der Programmautomatik. Das heißt, ich kann jetzt bei korrekter Belichtung über das Programmwahlrad Blende und Zeit so gegeneinander verschieben, wie ich das gerne haben möchte. Ich musste also nicht großartig was machen, sondern ich kann jetzt sagen, okay, ich möchte mit der kleinsten Blende mit Programmautomatik arbeiten oder ich möchte mit Blende 11 arbeiten. Die Kamera richtet dann die Belichtungszeit eben immer entsprechend aus. Ich kann da also relativ zügig mitarbeiten. Hier unten ist dann nochmal die Belichtungskorrektur. Wenn ich jetzt sagen möchte, ich möchte einmal heller werden oder ich möchte dunkler werden, dann einmal kurz die Taste angetippt, das war's. Mitte drücken, okay, und schon habe ich meine Belichtungskorrektur. Also von der Bedienung her, man muss sich daran gewöhnen, an das Bedienkonzept. Man muss auch mit Sicherheit damit ein bisschen arbeiten. Es ist jetzt nicht so, dass das alles selbsterklärend und sofort verständlich ist. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, finde ich die Bedienung schon durchaus gelungen. Mit den ein oder anderen Kniffen
wo ich bei anderen Kameras vielleicht Vorteile sehe. Quick-Menü hatte ich ja schon angesprochen, aber im Großen und Ganzen kommt man mit der Bedienung der Kamera ziemlich gut zurecht. Hier oben ist übrigens noch eine Funktionstaste, die ich individuell belegen kann und je nach Wunsch machen kann. In dem Fall sind hier unten bis zu 5 Menüpunkte, die ich mir festlegen kann. Und sobald ich die Taste drücke, die Funktionstaste, dann habe ich eben hier unten 5 Punkte, die ich ganz individuell festlegen kann. Oder 6 Punkte, die ich ganz individuell festlegen kann. Und kann damit dann mir über diese Funktionstaste diese Punkte dann aufrufen. Wie gesagt, das ist eben in den Einstellmenüs drin. Da muss ich dann einmal reingehen und einmal gucken, was für mich wichtig ist. Und wenn ich dann die Funktionstaste drücke, erscheinen die eben hier unten am Bildschirmrand und ich habe die Möglichkeit, die dann relativ zügig auszuwählen. Ist so ein bisschen eine Art Quick-Menü, nur halt nicht so ganz umfangreich, weil es in der Anzahl der Punkte eben begrenzt ist. Ja, wie gesagt, ansonsten ist die Nex 6 eine wirklich sehr, sehr schöne Kamera, liegt recht gut in der Hand. Ein bisschen eng, finde ich, ist hier der Abstand zwischen Griff und Objektiv. Das hatte ich in meinem Test und in den anderen Vergleichen ja schon mal gesagt. Ist bei der Nex 7 übrigens genauso. Ja, hier oben haben wir nochmal den Blitz, den kann ich auch nochmal kurz zeigen. Da kann so ein bisschen nach hinten genommen werden, um indirekt über die Decke zu blitzen. Finde ich eine ganz angenehme Sache. Hier oben ist natürlich der Blitzschuh, der ist auch wieder, ist wieder der Standard-Blitzschuh, nicht wie bei der Nex 7 der besondere Blitzschuh. Das heißt, ich kann da auch einen normalen Blitz wieder aufsetzen. Ja, ist eine sehr, sehr schöne Kamera. Die Bildqualität ist gut bis sehr gut, liegt ein Tick unter der Nex 7, ist aber auch kein Wunder. Die Nex 7 hat eine etwas höhere Auflösung, das heißt, gerade im niedrigen ISO-Bereich liegt die Nex 7, was die Bildqualität anbelangt und Detailauflösung anbelangt, nochmal einen kleinen Hauch über der Nex 6. Die Unterschiede sind aber nicht wirklich groß, sodass ich sagen würde, wer die etwas neuere Kamera haben will und vom Bedienkonzept finde ich das mit dem Programmwahlrad und so der ganzen ganzen Einstellmöglichkeiten, finde ich die Nex 6 etwas einfacher als die Nex 7. Ja, das ist soweit die Vorstellung der Nex 6. Wie gesagt, den Test der Nex 6 und der Nex 7 gibt es auf meiner Internetseite. Ein YouTube-Video, wo die beiden Kameras direkt gegenübergestellt werden, gibt es auch auf YouTube. Und ja, wenn ihr mögt, schaut gerne vorbei auf meiner Internetseite und lest den Test durch. Ihr findet das auf www.ralfsfotobude.de und bis dahin, moin moin!